Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Next Big Thing. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Wir brauchen irgendwas Längeres, um da runterzukommen. Hä? Kardianowski? Sein Künstlername war Elmer, Edward, Eladio, Mist. Kardianowski. Aha. Edison. Hey, Kardianowski. Zurück, Erdling, sonst zerlege ich dich mit meinem hypergalaktischen Laser. What the fuck? Bist du verrückt geworden? Haha, was für ein Typ. Nenn mich nie beim Nachnamen, für meine Freunde bin ich Edgar. Faszinierend. Ach übrigens, hast du was von unserer Freundin gehört? Unserer Freundin? Da täuscht du dich, aber egal. Warum bist du so bekloppt angezogen? Ich bin der neue Vulcan Flash. Schön für dich. Und wer ist der Idiot? Tu doch nicht so. Jeder kennt Vulcan Flash. Ich bin nicht jeder. Na gut, in Aminsen nicht. Dort heißt er Videgeist Jimenez. Die haben seinen echten Namen zensiert. Wenn man nämlich aus dem V ein H macht, aus dem U ein J und aus dem F ein O, aus dem K ein M, und wenn man es dann rückwärts sagt, ist es was ganz Schlimmes. Okay. Wer hat dich denn dazu gebracht, dich so idiotisch anzuziehen? Rate mal, unsere Freundin Liz? Verhunzt das Graffito. Nicht bei Mr. Fitzrandolph, deswegen muss ich es abwischen. Ist Willy da? Er war in der Villa, aber er hat den Zeppelin bereit machen lassen. Vielleicht ist er schon dort. MKO Pansies. Was ist damit gemeint? Der neue MKO-Slogan. Fitzrandolph will weg vom Horrorgenre und auf Familienfilme setzen. Familienfilme? Nicht mein Ding. Aber erzähl ruhig. Du weißt schon. Flockige Komödien und fröhliche Kinderfilme. Sogar Musicals. Ich mache mir trotzdem nichts aus Familienfilmen. Aber erzähl weiter. Schwierig ist nur, dass etliche Monsterdarsteller nichts vom Wechsel halten und Mr. Fitzrandolph boykottieren wollen. Boykottieren? Ich kann sie ja verstehen. Du verfeinerst die hohe Kunst, Leute zu erschrecken und dann sollst du auf einmal den Kindergarten-Ork spielen. Mein halbes Gehalt, dass das Graffito von Octopus Herring stammt. Wahrscheinlich. Wusstest du übrigens, dass es in Aminsen unter Androhung öffentlicher Prügel verboten ist, dir Kraken in die Socken zu stopfen? Faszinierend. Das Thema ermüdet mich. Bitte wähl das nächste. Bis dann, Alice. Hallo. Zurück. Deine irre Freundin. Du magst die Irre also? Wer, ich? Ich habe nur eine Frau geliebt, in Aminsen. Wir haben sogar unsere Bauchnabelflusen ausgetauscht. Oh. Gut, dass uns keiner gesehen hat. Das ist nämlich verboten. Gut für mich. Nein, gut für dich. Was ist das denn für ein Scheißland? Ein bisschen etwas zu deiner Freundin Liz. Sie ist eingebildet. Eher resolut. Sie ist versnobbt. Sie kommt aus einer reichen Familie, na und? Sie ist unhöflich. Ich würde sagen, ziemlich geradlinig, oder? Sie ist engherzig. Bist du sicher? Engherzig. Sie ist unsensibel. Verwirrend. Ja, das ist sie. Sie ist irre. Keiner ist perfekt. Und das aus deinem Mund. Hast du sie in Begleitung von jemandem gesehen? Eigentlich nicht. Ich habe sie mit den Robotern reden hören und mit Mr. Fitzrandolph. Bist du sicher, dass sie zum Lager gegangen ist? Ja, ich habe es deutlich gehört. In Aminsen werden Flatulenzen im Hinterzimmer wie ein öffentliches Ärgernis bestraft. Ich habe dir nicht erklärt, wieso, oder? Und du wirst es auch nicht tun. Sie hat ihren Gürtel verloren. Sagt dir das was? Zwei Fragezeichen. Nein. Hatte sie einen als ich sie sah? Ich weiß es nicht mehr. Noch was. Noch was. Bis dann. Bis dann, Earl. Ein Blatt. Vielleicht hat Tobby es fallen lassen. Diese Haustiere machen leicht schlapp. Können wir das mitnehmen? Yay, der wir haben ein Blatt. Tobby. Jeden Winter das Gleiche. Nach ist er in der Mauser, ja. So, gut. Dann gehen wir zur Villa. Was? Bootssteg? Es gibt einen Bootssteg? Aha. Willys Monsterfabrik. Was finden die Leute bloß daran? Da habe ich nichts verloren. Okay. Ein Seil! Aufregend. Ja. Mitnehmen. Puh, wenn ich mir große Mühe gebe.
Ein dreifacher Schotsteg mit zwei doppelten Schlägen. Mitnehmen? Oder kann ich das hier mit abschneiden? Ah! Ich habe ein Seil! Keine Ahnung, warum ich es will, aber wenn man in meinem Viertel aufwächst, stellen sich solche Fragen nicht. Na, um in den Keller zu kommen natürlich. Warum denn sonst? Dann gehen wir mal zur Yacht. Warte, was haben wir hier? Heute keine Fahrten. Ah, die Fähre zum Studio rüber. Okay, können wir das mitnehmen? Ist mir zu unhandlich. Oh. Dann gehen wir mal zur Yacht. Zugesperrt. Hallo, ihr da drinnen! Jemand an Bord? Tja, wer will schon darauf? Ich will darauf. Okay, aber wir haben ein Seil. Ah, da beamt er sich hier hin. Sehr schön. Wie komme ich hier wieder zurück? So, Villa, Lager, dass ich diesen Bootsteg vorher nicht gesehen habe. Mann, Mann, Mann. Okay, wir haben jetzt ein Seil. Das können wir doch bestimmt benutzen. Hält das, wenn ich es befestige? Bestimmt. Je nachdem, wo du es befestigst. Ah, ihre Garderobe. Was ist hier los? Das nehme ich auf. Lass uns Albert da drin verstecken. Im Sarkophag? Genau. So gewinnen wir Zeit. Verschwinden wir sonst. Das sollten Sie lieber lassen. Ihre Unsichtbarkeitstricks sind gegen mich wirkungslos, immaterieller Mann. Sie und die schöne Miss Allaire werden von meinen Bediensteten zu ihren neuen Zimmern begleitet. Ich begleite mich allein. Chloroform. Halten Sie sich etwa für besser als ein... Schrank. Den Kühlschrankspruch finde ich irgendwie lustig. Halten Sie sich etwa besser als ein Kühlschrank? Jetzt, wo er wusste, was Liz zugestoßen war, würde Dan sie nur mit Hilfe von Big Alberts Hinweisen aufspüren können. Der Sarkophag? Fragte Edgar. Den haben Sie zum Tempel der ewigen Illusion gebracht. Nein, jetzt habe ich ein Riesenproblem, keuchte Dan entsetzt. Der Tempel der ewigen Illusion. Die Kommandozentrale der als hohe Priesterin Krom H. bekannten Illusionistin war eine uneinnehmbare Festung. Jedes Stäubchen, das dort hineinkam, wurde gefilmt, gescannt und untersucht. Der Scanner registrierte jegliche Gehirntätigkeit. Und das Tempelinnere war voller Todesfallen, denen noch nie ein Mensch entronnen war. Das Match wurde härter und härter, aber Dan war schon so weit gekommen. Außerdem... hatten sich seine Gefühle für Liz verstärkt. Wow. Diese Dummbratze. Bloß wegen der hänge ich schon wieder in den Seilen. Hoffentlich hat sie meine Eintrittskarten nicht verloren. Okay, wie kommen wir jetzt dahin? Müssen wir da jetzt mit dem Boot fahren oder was? Ah ja. Mann, sie haben es ja aufgekriegt. Frimbel. Nein, das darfst du nicht machen. Ich werde doch sowieso sterben. Aber ich finde das äußerst verwerflich. Was wird denn dann aus Poesie, Schönheit, Einheit und Harmonie? Das ist völlig unwirtschaftlich. Ich will aber da rein. Da gibt es keine Diskussion. Du passt da nicht rein. Nicht rein, nicht rein. Ich, der Poet, passt nicht rein. Lass ihn laufen. Na los, komm rein. Hey, Dan Murray! Kein geringerer. Und du, alter Brummer? Was für ein Typ! Professor Fly, stets zu Diensten. Sag mal, was hat denn der Blödmann da draußen? Der Poet? Ich soll ihm eine individualisierte Teleporterkabine basteln. Tele was nochmal? Oh, ein Laie! Komm, ich zeige sie dir. Zwei Kabinen. In eine von ihnen fliegt das ängstliche Versuchsentchen. Und in der anderen erscheint es blitzschnell wieder. Klingt das gut? Dan erfasste das unglaubliche Potenzial der großartigen Erfindung hinsichtlich seines Vorhabens. Und so erklärte er es Professor Fly. Nicht übel. Hast du ein Versuchskaninchen, alter Brummer? Außerdem Entchen, meine ich.
Hoffentlich. Der Poet würde gerne, aber da gibt es keine Diskussion. Jetzt hast du eins. Kann losgehen. Das wäre verwerflich. Der Teleporter ist in der letzten Testphase. Rein rechnerisch ist er tödlich. Mit dem Tod ist zu rechnen. Vor allem für die Leber. Deshalb nehme ich nur Freiwillige, die drei Bedingungen erfüllen. Erstens, sagte Fly, musst du für die Gesellschaft ganz und gar entbehrlich sein. Zweitens, deine Lebenserwartung muss weniger als ein Jahr, 2 Monate, 9 Tage und 37 Minuten betragen. Drittens, du musst meinen psychologischen Test bestehen, der einen hochgradigen Sittenverfall nachweist. Okay, dann fangen wir mal mit dem Test des Sittenverfalls an. Mach den Test des Sittenverfalls mit mir. Wetten, ich übertreffe deine besten Ergebnisse? Na dann los. Das sind 4 sinnlose Kleckse. Was siehst du da? Eine schöne Blume. Eine schöne Blume? Das ist gar nichts. Nicht mal moralisch verwerflich. Ach so. Tut mir leid. Probier's noch mal, wenn du wirklich durch bist. Ich muss ja moralisch verwerflich sein. Egal. Meine Lebenserwartung ist denkbar gering. Ganz sicher? Das lässt sich nämlich wissenschaftlich belegen. Siehst du das Gerät in der Ecke? Besser als du. Meine Augen sind nicht geschwollen. Ist das ein Typ. Aber du hast recht. Ohne meine rote Brille sehe ich schlechter. Hab sie gestern verloren. Also, der Apparat ist ein Lebensanzeiger. Er misst anhand der Atempartikel die verbleibende Lebensspanne des Testsubjekts. Wie lange noch, bis man den Löffel abgibt? Stimmt's? Eindeutig positiv. Positiv, eindeutig. Was muss ich also tun, um als gesellschaftlich entbehrlich zu gelten? Keine Diskussion. Du arbeitest beim Quill. Du bist ein genialer Sportreporter. Verrat mir doch mehr über den Poeten. Ist er wirklich so blöd? Naja, der Poet des Schmerzes ist eigenartig. Eigenartig? Ja, eigenartig. Auf eigenartige Weise. Ich verstehe. Sehr eigenartig. So lala, eigenartig. Also nur eigenartig. Yep, einfach nur eigenartig. Genauso eigenartig wie unser Gespräch. Stimmt, unser Gespräch ist schon eigenartig. Führt unser eigenartiges Gespräch irgendwo hin? Eigentlich nicht, aber du bist so beharrlich, dass ich dich allmählich für eigenartig halte. Eigenartig? Ich? Du, eigenartig. Ich, eigenartig? Eigenartig, du. Ich? War denn der Poet nicht der Eigenartige? Naja, der Poet des Schmerzes ist eigenartig. Ja, eigenartig. Inwiefern eigenartig? Auf... Okay, es geht wieder von vorne los. Warum darf der Poet nicht ein Versuchskaninchen sein? Das ist leider wissenschaftlich unmöglich, weil er nicht in meine Teleporter-Kabine passt. Es ist unwirtschaftlich, weil die Baukosten für eine Kabine seiner Größe unabsehbar sind. Und es ist moralisch verwerflich, weil wir hier über einen der größten Dichter unserer Zeit reden. Heißt er wirklich so? Poet? Der Poet des Schmerzes. Er hat schon 3 Gedichtbände zum Thema veröffentlicht. Leider fängt er an, sich zu wiederholen. Oh. Hatte er es schon immer mit Gedichten? Früher war er Filmkenner. Da er ziemlich schmerztolerant ist, hat er alles bis zum Umkippen ausprobiert. Er hat sich vernachlässigt. Am allerbesten war, dass er seinen Freunden von seinen Versuchsschmerzen berichtete. Das tat er so poetisch, dass jemand vorschlug, das musst du unbedingt aufschreiben. Warum will er unbedingt Versuchskaninchen spielen? Meine Teleporter-Kabinen sind in der letzten Testphase. Sie sind noch ziemlich gefährlich für die Freiwilligen. Der Poet betrachtet sie als neue, aufregende Form des Schmerzes und... aufregend neu. Poeten. Alles Blödmänner. Zurück unter die Decke, Brummer. Kannchen. Was für ein Typ. Test nicht nochmal machen? Sehr niedlich. Wenn ich den Test bestanden habe, löse ich das hier. Nein, der alte Brummer soll mich selber testen. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Will ich auch gar nicht wissen. Sieht aus wie ein Chamäleon. Das rühre ich nicht an. Okay. Fast so ordentlich wie mein Schreibtisch beim Quill.
Nichts für mich dabei. Na, guck doch erstmal genauer. Fische. Nein, das bleibt schön zu. Fische. Seltsam. Na, wie viele Jahrzehnte bleiben hier wohl? Jahre. 5 Monate. 6 Tage. 12 Stunden. 9. 5 Jahre, 6 Monate, 12 Tage, 9 Stunden. Widerliches Ding. Okay, das müssen wir also auch noch irgendwie beeinflussen. Und das Schlimmste ist, dass ich keine 2 Jahre mehr haben darf, damit Fly mich als Versuchskaninchen annimmt. Genau so ist es. Achso, da oben fliegt er. Aus der Ferne ist er nicht ganz so hässlich. Kann ich nochmal den Test machen? Ich komme runter! Danke! Alles in Ordnung? Teststunde. Das sind 4... Was... Ein Brand im Stadion der Freaks. War vor etwa 3 Jahren. Das ist gar nicht. Tut mir leid. Meine Schreibkunst hat stark nachgelassen. Ich bin jetzt für die Gesellschaft entbehrlich. Ich bin wirklich ungern so unglaublich ehrlich, aber das ist ehrlich unglaublich. Wenn dein Chef dich noch nicht entlassen hat, heißt es, dass du noch viel geben kannst. Keine Diskussion. Aha, okay. Flieg. Der Chef muss uns also entlassen. Dann schauen wir mal, ob wir mit dem Poeten mal reden können. Verbrennt er sich genau da gerade? Ich werde Fleiß Versuchskaninchen. Ja, sag mal, hast du dir die Hand verkohlt? Schmerz. Schmerz inspiriert mich. Ein Vers. Ein ganz neuer Vers. Eine höllische Sonne versenkt mir die Haut. Präzise, grausam und verschlagen. Soll ich dir die Fresse polieren? Macht mir nichts aus. Nein, zu gewöhnlich. Das inspiriert mich nicht. Neuen Schmerz für neue Verse. Zeig mir was Neues. In Ordnung. Warte hier. Du wirst ausflippen. Okay, den müssen wir also irgendwie Schmerzen zufügen. Kann hey, ich auch so Poet. Mit ihm reden? Poet, Poet! Worte sind mehr als ausreichend, um dir Schmerzen zuzufügen. Worte als Schmerzen. Schmerzhaft. Verschmerzt. Spannender Einfall. Deine Mutter hat einen Bart. Was für ein Typ. Was für ein Typ. Woher weißt du das? Du bist eigenartig. So sagt man. Du verstehst nicht. Eigenartig ist was Schlechtes. Eigenartig ist nicht schlecht. Ist nur eigenartig. Klar, schon. Aber ich sage es auf eigenartige Weise. Eigenartig? Eigenartig. Wer ist eigenartig? Na, du bist eigenartig. So sagt man. Deine beklagenswerte Erzeugerin könnte keine Sekunde unter einem Dach mit dir leben. Was für ein Typ! Was für ein Typ! Die haben gesagt, dass meine Mutter weggerannt ist, als sie mich sah. Keine Beleidigungen, Schwachkopf. Trag mir eins deiner Schmerzgedichte vor. Eins? Welches denn? Hat die Lupe dich inspiriert, als du dich verbrannt hast? Eine höllische Sonne. Ja, das hatten wir schon. Irgendwas aus deinen bisherigen Büchern. Ich wiederhole mich nie, nie. Ein Geistesblitz zur Inspiration? Keine Inspiration. Zeig mir was Neues. Lass dir was Neues einfallen, deiner Dichtung zuliebe. Willst du wirklich nicht mehr Fleißversuchskaninchen werden? Wirklich nicht. Wirklich nicht. Hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Der Poet des Schmerzes. Okay, dem müssen wir irgendwie Schmerzen zufügen. Können wir das noch irgendwo anders hin? Willy hat das alles von null aufgebaut. Er hat es sich verdient.
Na, wie dem auch sei, das werden wir uns in der nächsten Folge mal überlegen. Wir müssen irgendwie unseren Atem verfälschen, damit wir ein früheres Todesdatum haben. Wir müssen gefeuert werden, damit wir entbehrlich werden. Und wir müssen diesen Test irgendwie ganz, ganz schlimm moralisch verwerflich beantworten. Ich bin sehr gespannt, ob und wie wir das schaffen werden. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei The Next Big Thing. Macht's gut. Tschüsschen.